So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ja, wir werden heute gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen, das kaputt zu machen. 12 Schuss haben wir. Ich gehe mal auf so einen knappen Kilometer ran. So, dann probieren wir erstmal eins von denen aus. Okay, das ja, wir schießen halt praktisch. Ah, ich muss ein bisschen konzentrieren hier, noch höher ziehen. Noch höher. Verzogen. Es ist halt doof, dass dieses Schiff, das wir haben, so dolle verzieht. Ja, jetzt sind wir gleich in deren Reichweite. Das waren schon 12 Schuss. Also das hat mal so überhaupt nicht funktioniert, weil der Rückstoß so extrem ist. Ja, ist jetzt die Sache, wie am besten machen, ne? Und wenn wir es nicht mit einmal kaputt kriegen, wird definitiv dieses doofe Ding ankommen, dieses Build-and-Repair-System. Und wird dieses Teil halt wieder heile machen, ne? So, warte. Also, würde ich sagen, probieren wir jetzt mal Raketenwerfer. Weil wir hatten doch hier diese Oki-Waffen. Genau. Das hier? Fixed Machine Gun. Ah. Probieren wir doch mal. Ja. Doch, wir probieren mal das jetzt aus. Also irgendwas muss ja helfen, damit wir Teilgitter und Motor, damit wir da entsprechend angreifen können. Sehr, sehr diesig hier. Computer. Okay, das braucht. Also die hier. 120 mm braucht er. Okay. Oder 122 mm, ne? Ja. So. Was sind die hier? Aber wenn wir erstmal so ein, zwei haben. Als Probe. Das ist ja schon ganz okay.
Achso, kannst du gucken. Massenhaft. So. Okay. Na dann. Auf zum Gefecht. Ist da die Reihe? Warte, mal gucken. Was steht denn hier im Bedienfeld? Gar nichts. Das freut mich doch. So, gucken wir mal, was wir da jetzt erreichen können. Okay, knapp einen Kilometer wieder ran, ne? Okay, wir können es nur versuchen und gucken, was passiert. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hingucke. Ah, okay, das Schildsystem. Okay, das ist echt kacke, ne? Also haben wir gar keine Chance, was dagegen zu machen. Na, ist das doof. Okay, aber zumindest wir sehen, die Waffe, die funktioniert super. Auch wenn man eindeutig merkt, dass dieses Raumschiff definitiv nicht für eine Waffe gemacht sein sollte. Die Stabilität ist nicht genug und alles, also. Da müssen wir noch was anderes basteln. Aber was? Also gucken wir mal, ob ihr Essen fertig ist. Mhm. Ich brauche ein neues Essen und Trinken. Genau, so. Müsste ja passen. Ja, aber wenn wir jetzt noch verhungern und verdursten, das wäre irgendwie noch weniger cool als das, was wir bisher hier schon alles erleben mussten. Wenn ich damit da drauf falle? Ich glaube, die Geschütze haben nicht so eine riesen Reichweite, ne? So, und Steuerung. Keine Munition aus, das ist kacke. Ach, ätzend. Naja. Was soll's. Müssen wir zur Not Munition herstellen, aber ich. Ja, damit, ich habe schon überlegt, man könnte rückwärts ranfahren, pausiert, also stellt das Auto dahin. Und alle vier Gatling-Türme müssten eigentlich mehr Power haben als das, was da hinten so drauf ist, und dann entsprechend alles wegmachen, aber. Ich glaube, man sieht es schon so, ne? Diese Ärmchen, an denen dann die Sachen festgemacht sind, da sind nur diese Rohrleitungen und die halten nun wirklich nicht viel aus. Und diese Platten sind kein effektiver Schutz. Das sieht zwar so ganz nett aus, aber wirklich Schutz bringen die nicht. Also das knickt alles ganz schnell weg und dann habe ich halt gar keine Geschütze mehr. Doof. Ich muss mal gucken, was wir da so an Waffen jetzt haben. Was wir da nehmen könnten. Halt gerade, weil wir da ein Schutzschild haben, was, ja, wir könnten was mit Sprengstoff basteln, aber das würde heißen, wir machen das Schiff kaputt. Hä? Aber wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, dass man das so macht. Ja. Hä? Na, ich überlege mir nochmal was. Also, ich habe gerade überlegt, halt so einfach so eine Drohne zu basteln, die wir fernsteuern oder die halt selbstständig fliegt, die wir einfach so mehr oder weniger halt abschießen da drauf, ne? Richten wir aus, fliegen die ersten Meter selbst, stellen dann einen Schub auf Maximum, dass es da selber reinrast und halt dort explodiert. Das war so meine Idee, aber
So sicher bin ich mir nicht, ob das funktioniert. Also, es sollte oder könnte, aber... Ja, das müssen wir nochmal überprüfen. Nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.